Genau. Ich erzähle jetzt ein bisschen was über Sandbox Solutions. Ich habe es mal genannt Wolke 7 für Entwickler, aber ein Fragezeichen hinten dran gemacht. Ich selbst bin Entwickler. Ich glaube, die Administratoren, die lieben die Sandbox. Für Entwickler muss man sich das vorstellen, ist das ein hartes Thema. Und Entwickler sind eh immer ein bisschen nörgelig, also nicht erschrecken, wenn man an der einen oder anderen Stelle etwas meckert. Das liegt an der Mentalität des Entwicklervolks. Man muss sich das vorstellen, was die Sandbox für einen Entwickler bedeutet ist. Man ist zum Beispiel Architekt und man liebt hohe Gebäude und Skylines wie New York etc. und baut da gerne komplexe Lösungen und hohe, tolle architektonische Meisterwerke. Jetzt kommt Microsoft und stellt uns da einen Sandkasten hin, drückt dir eine Schippe in die Hand, eine kleine und ein Eimerchen und dann heißt, jetzt kannst du bauen. Das ist dann ungefähr das, was der Entwickler dann zur Verfügung hat. Ja, genau, das die Hauptidee von der Sandbox ist halt von Microsoft den Server zu schützen. Man hat eine sehr stark abgeschottete Umgebung und das Ziel ist es halt, den Server zu schützen, dass da nichts passiert an der Stelle. Und zuerst von der Agenda schauen wir uns an, was kann man überhaupt in SharePoints erweitern in 2010, was kann ich on-premise machen und was kann ich in der Cloud machen. Dann Sandbox Solutions, so ein bisschen, was es funktioniert, was Einschränkungen sind. Dann gibt es halt auch Möglichkeiten, auch mit einer Sandbox Solution was zu machen, das man nennt Client Object Model. Das heißt, es gibt ein Objektmodell für JavaScript, für Silverlight und für normale .NET-Clients, mit denen ich dann halt auch von Remote mit SharePoint reden kann. Das hat Microsoft nicht gereicht. Es gibt noch eine Schnittstelle, die heißt REST und WCF Data Services. Das wird auch oft allgemein OData genannt. Ist halt so ein relativ neuer, modernerer Webstandard für Austausch zwischen Systemen, die sich eher wieder ans HTTP-Protokoll anlehnen, ohne viel Overhead. Und ist auch relativ up-to-date, diese Schnittstelle. Dann, was vielleicht auch ein Thema ist, was interessant ist, Office 365 bzw. SharePoint und Azure, wie kann ich die integrieren? Kann ich das überhaupt und wie geht es da weiter? Ja, und dann halt Roadmap, was Microsoft so sagt, was sie da so geplant haben. Okay, zuerst, was kann ich in SharePoint 2010 alles machen an Customizing oder Erweiterungen? Das ist zum einen klar, Browser, das kann man schon seit der ersten SharePoint-Version. Auch mit Infopass kann man SharePoint anreichern. SharePoint Designer, Michael, sein Lieblingstool, kann man eigentlich uneingeschränkt auch benutzen in der Cloud. BCS gab es vorher schon mit dem Business Data Catalog, wurde halt verbessert. Vor allen Dingen die Schreibefunktionalität. Die Webservice waren auch schon in 2007, dann diese Farm Solutions, gab es auch schon in SharePoint 2007. Ganz neu dazu kommen sind dann diese sogenannten Sandbox Solutions und auch das Client Object Model und diese REST Schnittstelle sind neu in SharePoint. Was kann ich davon in SharePoint online nutzen? Ich kann ganz klar die normalen Browser Customizations machen. Ich kann im Prinzip den SharePoint-Designer fast uneingeschränkt nutzen. Logischerweise die Sachen, steht unten nicht, BCS ist nicht dabei. Also die Funktionen, die SharePoint dann halt nicht bietet, kann ich natürlich auch im SharePoint-Designer nicht nutzen. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das alles genau wie in der lokalen Installation. Je nach Lizenzmodell kann ich auch Infopass benutzen. Ich habe weiterhin die Web-Services. Das war eigentlich auch so die einzige Möglichkeit, die man beim Vorgänger oder beim jetzig aktuellen BPOS hatte, war praktisch die Webservice-Schnittstelle, um überhaupt Lösungen für SharePoint Online zu bauen. Neu dazugekommen sind dann halt diese Sandbox-Solutions. War für Microsoft wahrscheinlich auch einer der Treiber, warum sie das gemacht haben. Wir sehen auch von dem Architekturmodell, da hat Microsoft sehr, sehr viel Arbeit reingesteckt, das alles so aufzusetzen. Ein Treiber war da mit Sicherheit die Cloud. Und auch neu dazu, wie gesagt, kann ich auch benutzen, ist das Client, OM und REST. Was mir nicht zur Verfügung steht, sind die Farm Solutions. Mal sagen muss, das ist halt auch wirklich das Mächtigste. Sandbox Solutions. Was sind die Sandbox Solutions? Es ist im Endeffekt ein extra Service, ein extra Prozess. Wir sehen es gleich nur auf dem detaillierten Bild, der halt völlig abgeschottet vom Hauptsystem läuft. Und er bietet mir nur ein kleines Subset der API. Also wirklich, weil das ganze Objektmodell sind, glaube ich, über 2000 Objekte. Und es bietet wirklich nur ein kleines Subset davon. Und es fängt auch an vom Scope her, wo ich mit dem
mit diesem Modell ansetzen kann, fängt praktisch bei einer Site an. Vorteil davon ist ganz klar, es ist, der Prozess ist abgeschirmt, der wurde auch über diese .NET Code Access Security eingeschränkt. Das ist halt wirklich eine Sandbox und ich kann halt wirklich nur eine bestimmte API-Calls machen. Alles, was halt nicht da von der Policy erlaubt ist, funktioniert einfach nicht, bringt dann halt eine entsprechende Security Exception. Und das ist halt sehr, sehr stark eingeschränkt von Microsoft. Man kann im Endeffekt die Sachen von Microsoft SharePoint benutzen. Man kann nicht mal einen normalen Web-Service-Call oder irgendwas machen, was die Systemgrenzen verletzt, also irgendwie rausgeht. Also sehr, sehr stark eingeschränkt. Wie wird die Sandbox-Solution deployed? Der große Vorteil davon ist, es muss nicht vom Admin gemacht werden, sondern ich kann in der Site-Collection-Administration bzw. in der Website-Administration gibt es eine Solution Gallery und da lade ich einfach die Sandbox Solution hoch, aktiviere die und die Features stehen zur Verfügung. Ich brauche keinen Admin, das kann einfach der Site Owner machen und das läuft auch sicher, da braucht der Admin auch keine Angst zu haben. Wie gesagt, Microsoft hat das wirklich so gut abgeschirmt, da kann nichts am Server kaputt gehen. Schlimmstenfalls läuft die Lösung nicht, da gibt es auch dann Mechanismen, dass die Lösung sich etc. abschaltet, also es ist wirklich extrem sicher. Und was auch drin ist, ist ein Monitoring für die Lösungen. Es ist nicht nur eingeschränkt von der Funktionalität, die ich nutzen kann, sondern auch von den Ressourcen, die ich verbrauchen kann. Da werden wir auch noch ein bisschen was drüber hören. Wie sieht die Architektur aus? Wir haben unten klar den Browser, dann kommt irgendwann der IIS. Und da gibt es so einen Execution Manager, der dann entscheidet, ob das ein Sandbox-Code ist und halt irgendwo anders ausgeführt werden muss. Und das Interessante ist, der lagert das dann wirklich an einen Webservice aus. Da gibt es auch für uns also einen extra Dienst, das ist ein Dienst in SharePoint, eine Service Application. Das ist auch sehr, lässt sich auch sehr gut skalieren, weil es gibt auch verschiedene Einstellungen, ob es auf demselben Frontend-Server laufen soll, dieser spezielle Sandbox-Code, oder ob das auf dedizierten Servern laufen soll. Also man kann diese Sandbox-Solution auch super skalieren, ohne den Webservice dabei zu belasten. Okay, da läuft dann ein extra Prozess, ein Host-Prozess auf dieser Service-Application und die dispatcht das wieder an nochmal einen extra Prozess, an diesen Worker-Prozess. Der macht dann die eigentliche Arbeit und man sieht den Teil, bei dem jetzt Untrusted Code steht, da drin wird praktisch unsere Lösung ausgeführt als sogenannter Untrusted Code. Die darf dann im Prinzip fast überhaupt nichts machen. Und da gibt es wieder einen Proxy, der dann dieses Subset-Object-Model, der dann wieder gegen dieses Follow-Object-Modell geht. Also es ist praktisch ein Wrapper, der da geschrieben wurde, der dann halt wirklich nur erlaubt, dass ich diese Funktion nutzen kann. Das ist auch absolut safe, da kommt man überhaupt nicht irgendwie dran vorbei, dass man dann halt irgendwelche Funktionen vom Objektmodell benutzen könnte. Also das hat Microsoft komplett sicher gemacht. Wenn jetzt ein Request kommt für dieses Subset-Model, also für die Sandbox-Code, dann läuft das, wird das einfach hier durchschlaufen, wird dann ausgeführt. Kommt jetzt ein Code dadurch, bei dem ich jetzt irgendwas benutzt habe, was ich nicht benutzen durfte, dann kommt hier eine entsprechende Security Exception. Wie gesagt, Microsoft hat wirklich sehr, sehr viel Arbeit in diese Sandbox da reingeschaut. Wenn man sich das genau anschaut, wie das alles realisiert wurde, merkt man, dass das ein extrem viel Aufwand war. Ich kann nämlich zum Beispiel auch Webparts in einer Sandbox entwickeln. Und Webparts laufen normal in dem ASP-Lebenszyklus von der Webseite und sind fester Bestandteil davon. Und wie gesagt, dieser Lebenszyklus muss praktisch dann in dieser Sandbox-Umgebung muss praktisch wieder simuliert werden, um das alles durchzulaufen und dann halt auch entsprechend wieder zurück in das Haupt-ASP-Modell reinzugehen. Also von der Architektur her ist das schon sehr interessant, wie Microsoft das gelöst hat. Was kann ich jetzt in der Sandbox alles machen? Ich würde noch gerne einen Zusatz für SharePoint Online, 30 Sekunden. Da gibt es noch ein Monitoring drauf auf diesem Code. Wenn er mehr als 30 Sekunden ausgeführt wird, finden das die Online-Services nicht gut. Könnte eine Endlosschleife sein. Ja, also Monitoring kommt auch noch
im Slide. Was kann ich damit bauen? Ich kann List Definitions, also eigene Listen, eigene Schemas für Listen hochladen. Ich kann List-Instanzen anlegen mit so einer Lösung. Ich kann Content-Types, Fell und diese Spalten anlegen. Ich kann die Navigation modifizieren. Ich kann Webparts damit bauen. Visuelle Webparts nur ein bisschen eingeschränkt. Ich kann diese Event-Receiver machen, was in der Art wie ein Trigger ist. Und was auch interessant ist, ich kann für SharePoint Designer Custom Workflow Actions bauen, auch in der Sandbox. Und ich kann deklarative Workflows, also auch welche, die mit SharePoint Designer gebaut wurden, ins Visual Studio importieren zum Beispiel und auch innerhalb von der Sandbox Solution rausgeben. Aber keine Visual Studio Workflows, also nur die Workflows, die deklarativ gebaut wurden, wie zum Beispiel mit SharePoint Designer. Was es nicht unterstützt, sind halt Off-Box-Connections. Ich komme wirklich aus der Sandbox überhaupt nicht raus, serverseitig. Da ist nichts drin mit HTTP, Webservices etc. Auch keine ADO.NET-Geschichten mit Datenbanken, das ist alles nicht erlaubt. Auch keine Features wie BCS. Selbst wenn das verfügbar wäre, würde die Sandbox es nicht erlauben, diesen Code auszuführen. Threading, irgendwelche nativen DLLs aufrufen ist nicht erlaubt, irgendwelche IOs zum Filesystem etc. Auch eine ganz wichtige Einschränkung ist, ich habe keine Möglichkeit zu impersonieren. Das heißt, mein Code läuft immer auf dem SharePoint-Objektmodell mit dem User, der gerade am System angemeldet ist. Wenn der halt zum Beispiel der User keine Rechte hat, in eine Liste reinzuschreiben, dann kriegt er halt eine Fehlermeldung. Das funktioniert nicht. Der nächste User, der dann halt das Recht hat, kann in die Liste reinschreiben. Das war eine Funktion, dass man diesen Code impersonieren kann. Die ist mit SharePoint 2007 reingekommen. Das war bei SharePoint 2003, was für die Entwickler halt relativ hart war. Da hat man dann selbst den Prozess impersoniert etc. Das hat man dann in 2007 eingebaut. Bei Sandbox hat man es jetzt halt wieder ausgebaut. Es macht natürlich auch Sinn, dass das halt nicht funktioniert, weil es muss halt einfach sicher laufen. Also Microsoft hat definitiv dafür alles gute Gründe gehabt, das so zu machen, aber es schränkt den Entwickler halt beim Bauen der Lösung halt extrem ein. Weil ich kann eigentlich wirklich nur das machen, was der Benutzer auch über die Oberfläche bauen kann. Und es sind halt oftmals solche Sachen, dass man halt Lösungen baut, bei denen man sagt, ich will gar nicht, dass der Benutzer selbst in irgendeine Liste reinschreiben kann oder die Rechte hat, sondern ich will immer, dass er über mein Webpart oder irgendwas drüber geht, weil ich da vielleicht noch mehr Logik validieren will etc. Solche Lösungen in der Art kann ich halt einfach mit den Sandbox nicht bauen. Also es gibt keine Möglichkeit irgendwie, das zu impersonieren. Und ich kann halt auch, wenn ich auf einer Webseite aktuell im Kontext stehe, nicht auf irgendeine andere Webseite zugreifen. Was auch vielleicht noch eine Einschränkung ist, auch wenn ich Webparts entwickle, es gibt da in SharePoint auch unzählige Controls, die direkt schon SharePoint gebrandet sind, die halt direkt schon SharePoint-like aussehen, die einiges an Zusatzfunktionen schon drin haben. Das ist so eine Namespace Microsoft SharePoint Web Controls, der steht mir auch nicht zur Verfügung. Das heißt, ich muss diese ganzen Picker-Funktionen etc., das muss ich eigentlich alles praktisch wieder selbst programmieren. Da kann ich nicht die vorhandenen ASP-Controls von SharePoint wiederverwenden. Also im Detail ist es halt mehr Arbeit. Und wenn man damit arbeitet, man merkt halt an zig Stellen, dass da einige Sachen einfach drin nicht funktionieren. Und es ist für den Entwickler, als Entwickler wirklich eine Herausforderung, da immer einen Weg zu suchen, wie man trotzdem irgendwie zum Ziel kommt. Einfach ein JavaScript schon zu registrieren oder auszulagern, ist schon überhaupt nicht so einfach, weil das wieder standardmäßig in ASP funktioniert, geht hier schon nicht mehr. Also es ist die besondere Kunst, ist praktisch trotzdem irgendwas in dem Sandkasten zu bauen. Es funktioniert auch, aber es ist halt schon so wie so eine Art Knobelspiel, also ziemlich knifflige Aufgabe für den Entwickler. Muss auch sehr kreativ sein, um das irgendwie zu lösen. Aber das liebt er ja. Genau. Genau, also man muss halt schon im Sandkasten kann man auch schöne Sandkunstwerke bauen. Und das wie. Genau. Ich würde sagen, Zen dazu, nicht Sandkasten, Zen-Garten. Okay. Nächster Punkt ist Monitoring.
Also es hat nicht nur gereicht, dass wir nur im Sandkasten spielen, sondern wir haben pro Tag auch nur so und so viel Sand zur Verfügung. Mit dem Sand können wir dann den ganzen Tag bauen. Wenn der halt leer ist, dann funktioniert es nicht mehr und am nächsten Tag wird der Sandkasten wieder aufgefüllt. Also wir müssen mit dem Sand, den wir zum Bauen zur Verfügung haben, im Endeffekt auch noch haushalten. Genau. Im Endeffekt, was für bei uns für Office 365 nicht zur Verfügung steht, nicht zum Customizen, ist natürlich, als Farm-Administrator kann ich einstellen, wie viel Sand denn jeden Tag geliefert wird. Das sind sogenannte Resource Points. Das gibt mir Microsoft bei Office 365 vor. Ich weiß nicht, ob es da später irgendwann Möglichkeiten gibt, auch zu sagen, ich will mir mehr Resource Points kaufen. Bis dato wäre mir das nicht bekannt. Bei Office 365 sind es jetzt 300 Resource Points für die Webseite. Und als Site Collection Administrator sieht man hier so einen Ausschnitt, da sehe ich die ganzen Lösungen, die bereitgestellt sind, die ganzen Sandbox Solutions. Hier sieht man so einen Indikator, wie viel der Resource Points verbraucht wurden am aktuellen Tag und so einen Durchschnittswert, wie viel in den letzten 14 Tagen. Hier unten sieht man dann noch, wie viele Ressourcen die einzelnen Lösungen verbraucht haben. Dann laufen die Lösungen nicht mehr. Dann ist die Seite nicht mehr verfügbar. Dann ist doch, die Seite ist schon noch verfügbar, weil die Webparts sind weg. Ja gut, ich habe jetzt noch keinen Erfahrungswert, inwiefern, ich meine, Microsoft hat schon ein paar Gedanken gemacht, diese Resource Points zu kalkulieren. Wie das jetzt dann in der Praxis ist, wenn Tausende von Kunden da arbeiten und was für Lösungen die bauen, keine Ahnung, wiefern das dann an der Stelle reicht. Aber Ziel war es wahrscheinlich auch, die Entwickler dazu anzutreiben, halt auch wirklich sehr sparsam damit umzugehen oder sehr effizient zu programmieren. Das klingt nochmal gehört. Auch hier wieder die Bitte Feedback, gerade von der Sharepoint Community. Wenn man Zugriff auf das Produkt hat, wenn man merkt, dass mit den Resource Points die Limits wieder gesetzt sind, das ist suboptimal, um das mal freundlich zu formulieren. Unbedingt Feedback benötigt, weil ich weiß, dass man im Großkundensegment dort auf Service Requests stellen kann. Da ist es sicherlich Verhandlungssache, aber gerade im Small Business Bereich wird das nicht möglich sein. Und da ist wirklich der Feedback notwendig, dass man damit arbeitet und Sandbox Solutions auch testet. Und wir wollten das natürlich, wir haben es so Ansporn zu machen, die Kreativität der Genau. Ja, wie gesagt, dass die Administratoren freuen sich, weil die Entwickler können endlich nichts mehr kaputt machen, die können nachts ruhiger schlafen und wir spielen halt im Sandkasten wie so ein paar Kinder. Für die Entwickler, um dann ein bisschen mehr zu monitoren, wie viel ihre Lösung verbraucht, hat man dann auch extra das Developer-Dashboard eingeführt. Ich entwickle praktisch lokal diese Lösungen und kann halt mit dem Developer-Dashboard mir halt genau auch anschauen, wie die Execution-Time ist, wie viele SQL-Statements etc. ich ausführe und muss mir halt wirklich angewöhnen, bei Sandbox halt möglichst effizient zu programmieren. Ja, ich habe es auf einer weiteren Folie noch drauf, was die Standardeinstellung ist. Wie gesagt, normalerweise, wenn ich jetzt nicht in Office 365 bin, kann ich diese Quotas, also wie viele Resource Points ich zur Verfügung habe, kann ich als Farm-Administrator in meiner Farm konfigurieren pro Site Collection, habe ich halt bei Office 365 nicht. Und es ist pro Tag. Bitte, wenn du was? Ja. Du meinst, du kannst sparen? Nein, das geht. Nee, das geht nicht. Gibt auch keinen Zinseszins oder sowas, dass du da irgendwie was verrechnen kannst. ja. Und wie wird berechnet, was ich verbraucht habe? Es wird halt berechnet über alle Lösungen. Es ist nicht, dass ich die Resource Points pro Lösung gebe, sondern ich habe für alle diese Sandbox Solutions halt einfach diese Resource Points und die Summe aller Solutions, der Verbrauch aller Solutions ergibt dann was ich noch frei habe. Und es gibt halt verschiedene Performance Counter, die da in Betracht gezogen werden. Das sehen wir noch auf einer anderen Folie. Wie gesagt, und das Maximum, wenn ich das halt überschreite,
dann werden die Lösungen halt geblockt. Also es ist nicht, dass die Seite dann nicht mehr verfügbar wäre, aber die Webparts werden dann entsprechend nicht mehr angezeigt oder die Event-Receiver laufen nicht. Man kann trotzdem noch damit arbeiten, aber die Zusatzfunktionen sind halt einfach weg. Hier ist so die Standardeinstellung, wie das kommt. Also wenn man jetzt das bei sich installiert, ich kann jetzt logischerweise nicht bei Microsoft in der Farm schauen, ob diese Ressourcenverteilung in Office 365 haargenau so eingestellt ist. Und das sieht man zum Beispiel, da war eben, ich weiß gar nicht, welches Kriterium das war, diese unnormale Prozess-Termination Count etc., dann sieht man, sobald irgendein Sandbox-Prozess abgeschlossen werden muss oder abstürzt aus irgendeinem Grund, dann gibt das zum Beispiel direkt einen Point, den habe ich dann halt verbraucht. Man sieht auch bei SQL-Queries, ich glaube es war 400, ja, SharePoint-Database-Query-Count, das sind zum Beispiel 400 Queries gegen die SharePoint-Datenbank, geben einen Resource-Point. Man kann das halt einstellen. Wie gesagt, wenn ich on-premise bin, kann ich diese Werte hier anpassen. Aber ich denke, das ist eher interessanter, halt, wenn man halt wirklich selbst SharePoint-Hosting macht. Microsoft hat sich da ein paar Gedanken um die Verteilung gemacht. Wenn ich selber Hoster bin, ist das wahrscheinlich interessant anzupassen, aber normalerweise eher nicht. Und bei Office 365 können wir es eh nicht anpassen. Da müssen wir darauf vertrauen, dass Microsoft das ordentlich kalkuliert hat. Und hier einfach nur ein Beispiel. Wenn meine Lösung 40 SQL-Queries am Tag verbraucht, also SQL-Query ist gemeint SharePoint-Abfragen über das Objektmodell. Und ein Punkt sind 400 Queries, dann hätte ich praktisch 0,1 Resource-Points verbraucht. Da kämen natürlich jetzt noch die ganzen anderen Sachen drauf, das verbraucht auch CPU etc. und einige anderen Sachen. Ja, und SharePoint Online hat per Default 300 Points und im Endeffekt könnte ich 120.000 Queries ausführen. Wenn ich jetzt die anderen Sachen mal alle außer Acht lassen lasse, das sind noch Memory verbraucht und CPU. Wie das in der Praxis wirklich vom Verbrauch ist, das wird sich halt zeigen, wenn halt die große Masse anfängt, das zu benutzen. Aber ist ganz klar, ich denke, dass Microsoft da definitiv dann entsprechend das skalieren wird. Irgendeinen Richtwert mussten sie ja mal festlegen. Aber ich denke schon, dass das an der Stelle passen würde, sonst würden die Kunden ja irgendwann aufs Dach steigen. Also wie gesagt, ich denke, da gibt es auch nicht viel Erfahrungswerte. Vielleicht auch noch kurz, was ich hier weggelassen habe, weil es uns in der Cloud nicht zur Verfügung steht. Microsoft hat viele Schnittstellen auch eingebaut, um das Modell zu erweitern. Es gibt auch sowas, wenn ich eine eigene SharePoint-Farm habe, gibt sowas, das nennt man Full Trusted Proxies. Das heißt, ich kann so Hybridlösungen bauen. Das heißt, ich kann eine Farmlösung deployen, bereitstellen, die eine bestimmte Schnittstelle zu irgendeinem Fremdsystem oder zu bestimmten API-Calls hat, zu irgendeinem anderen System. Die wird praktisch als Farmlösung bereitgestellt. Und aus einer Sandbox kann ich dann trotzdem diese Funktionen aufrufen, auch wieder über so einen Proxy. Das heißt, ich kann in meiner eigenen SharePoint-Installation, kann ich halt so einen gewissen Proxy noch mit freischalten und diese API-Calls kann ich dann halt auch aus meiner Sandbox ausführen. Das heißt, auch für Microsoft interessant, wenn sie dann irgendwelche spezielle Erweiterungen für Azure oder sonst irgendwas haben, haben sie halt die Möglichkeit praktisch über solche Full-Trust-Proxys zusätzliche Funktionen jederzeit in der Sandbox freizuschalten. Also es ist jetzt sehr, sehr restriktiv eingestellt, aber Microsoft hat viele Möglichkeiten praktisch, wenn das läuft, an vielen verschiedenen Stellen das halt einfach wieder nachzujustieren. Aber ich denke, es macht ja auch Sinn, man fängt halt erstmal möglichst eng an und sieht dann halt auch erstmal, was für ein Bedarf entsteht, bevor man halt alles aufmacht. Und erst ist es halt schwieriger, wieder wegzunehmen. Wie viele waren, also vorhin war schon mal gefragt, wie viele sind aus dem Entwicklungskontext? Okay, ich weiß jetzt nicht, ob es sich lohnt, da jetzt irgendwelche Beispiele aufzumachen. Wirklich spannend wären sie an der Stelle halt auch nicht. Gut, ich zeige es vielleicht ganz kurz. Wie viele nutzen Sandbox-Solutions in ihren Lösungen? Bitte? Noch nicht. Also, wenn ich ein neues Projekt anlege,
wie gesagt, auch mittlerweile die ganzen SharePoint-Tools super integriert. Klar, Team Foundation ist weg. Das ist einfach mal Berlin 1 und leere Lösung. Und wir sehen einige Templates auch drin. Und jetzt kommt praktisch die Auswahl. Man sieht, Microsoft hat als Standard direkt schon die Sandbox-Solution ausgesucht. Im Endeffekt macht das auch Sinn. Man sollte halt einfach wechseln. Man merkt, man kommt über die Funktion hinaus. Was halt auch nett gemacht ist, ich kann praktisch jederzeit mit einer Sandbox anfangen, kann aber nachträglich jederzeit über ein Setting im Projekt entscheiden, es ist jetzt eine Full-Trust-Lösung. Also das heißt, es tut jetzt nicht weh, wenn ich hier mit einer Sandbox anfange, merke, es reicht nicht, kann ich jederzeit wechseln. Läuft dann aber halt nicht mehr in Office 365. Also hier sieht man es auch in den Projektsettings direkt Sandbox Solution True oder False. Und das ist eigentlich alles, was ich nachträglich jederzeit immer hin und her schalten kann. Jetzt machen wir hier ein neues Webpart. Oder was vielleicht auch interessant ist, vom Konzept für die, weil manche kenne ich, die entwickeln schon ein bisschen tiefer. Das sind auch schon eher SharePoint-Hardcore-Entwickler, schon jahrelang einiges an Schmerzen gesammelt. Wie funktioniert das vom Modell her? Hier ist wirklich, jetzt rutschen wir es weg, ist wirklich die Original SharePoint DLL referenziert, also das komplett Full Trusted Modell ist hier die Referenz in dieser Sandbox Solution. Das wird im Endeffekt nur eingeschränkt. Der IntelliSense zeigt mir aber die Funktionen nur an, die ich in der Sandbox zur Verfügung habe. Nichtsdestotrotz könnte ich theoretisch praktisch API-Calls da rein kompilieren, die im Endeffekt nicht erlaubt wären in der Sandbox. Das heißt, er referenziert hier die volle Assembly, schränkt es über den IntelliSense ein. Zur Laufzeit nachher wird dann anhand des Flex da entschieden, ob es eine Sandbox ist oder nicht, läuft dann einfach das Ding in diesen User-Code-Service und der macht eine Assembly-Umleitung. Der zieht praktisch die Original-Assembly weg und gibt diesem gefakten Objektmodell einfach eine andere Versionsnummer, ein bisschen höher als SharePoint, und tauscht praktisch die Original aus. Und das geht dann nur noch gegen dieses Fragment. Wenn ich dann irgendwelche Funktionen benutze, die da nicht drinstecken, dann bekomme ich nicht so eine Fehlermeldung wie Access Denied, sondern ich bekomme Methode nicht gefunden. Also da darf man sich nicht wundern. Man da halt probiert irgendwie irgendwas rein und denkt, man kann die Sandbox damit austricksen. Das funktioniert vielleicht zu Compile-Time. Aber nachher kommt dann irgendwie Methode nicht gefunden, weil die halt in diesem Subset-Modell halt einfach nicht drin ist. Aber hier im Visual Studio wird das Richtige referenziert. Was lachst du? Hast du schon ausprobiert. Ja, wollte die Sandbox schon hacken. So sind die Entwickler. Probiere immer irgendwas. So erschrecken, wie deine Augen dabei leuchten. Ja, der Martin leuchtet auch. Ja, aber das Ding ist, das hat Microsoft sauber gemacht, also... Das wäre schon schwierig, da irgendwie durchzukommen. Machen einfach schnell einen Webpart. Im Endeffekt von der Entwicklung hier ist es genau dasselbe. Ich habe den IntelliSense. Wie gesagt, einziger Unterschied der IntelliSense ist halt einfach, ist eingeschränkt. Rendern hier einfach was raus. Also für Entwickler ist es eigentlich einfach, da muss er nichts Neues lernen. Rendern einfach was raus. Wir lassen uns einfach alle Listen ausgeben. Das ist genau dasselbe, wie ich das im Full-Modell machen würde. Es gibt auch diesen SP-Kontext. Current Web. Lists. Ich lasse mir einfach jetzt nur die Namen der Liste rausrendern. Das Einfachste, was man da irgendwie bauen könnte.
Und im Endeffekt haben wir jetzt ein einfaches Webpart geschrieben, das rendert mir einfach alle Listen raus, die Titel der Listen. Und die Sandbox Solution wird einfach jetzt im Hintergrund auch deployed aus dem Visual Studio. Ich habe praktisch meine lokale Entwicklungsumgebung, deploy es als Sandbox Solution, teste da und zum Schluss wird es abgeloadet. Was eigentlich auch ganz nett ist, die Sandbox Solutions werden schneller deployed, weil da macht er kein IIS-Recycle vom Application Pool. Und es geht auch schneller als eine Farmlösung immer wieder zu deployen. Hätte ich besser nicht gesagt. Ja, gut, ja, doch, man hat gemerkt, die Seite ist jetzt, war jetzt direkt da, weil er halt nicht den Recycle macht. Okay. Also, dass man halt auch vielleicht aufpassen muss, dass wenn man die Lösungen baut, die laufen halt immer im selben Kontext und die Entwickler neigen öfter dazu, halt immer mit dem Farm-Administrator zu testen und dann funktioniert natürlich auch alles immer super. Jetzt kommt aber dann der Nächste und ist halt nur Member oder irgendwas und dann funktioniert die Lösung halt nicht. Und hier kann man halt nicht impersonieren, von daher sollte man die Lösung halt schon immer auch dann mit entsprechend weniger Resten testen. Ja. Warten wir mal ab, ob da unnormaler Unnormal Process Termination oder irgendwas jetzt passieren. Oder wohl wahrscheinlich ist er hier hinten drin. Ja, das war die falsche. Wunderbar, wirklich gerade die Sandbox, die eigentlich immer super zuverlässig funktioniert, lässt mich natürlich dann gerade im Demo im Stich, dem ich zeigen kann, dass man überhaupt nichts falsch machen kann. Vielleicht laden wir es gleich zu Office 365 hoch, da geht es bestimmt direkt. Sie ist schon einen Punkt abgezogen bekommen. Da hat Pac-Man's weg. Was vielleicht auch noch, was man vielleicht auch nicht direkt sieht, wenn ich das jetzt debugge, der hängt sich da nicht an den IIS-Prozess dran, sondern automatisch an diesen Windows-Dienst User Code Service und debuggt den. Es kann natürlich sein, dass wenn da dann irgendwas klemmt im Debugger, dass dann die Lösung halt auch nicht richtig funktioniert. Nicht laden wir es jetzt gleich direkt in die Cloud hoch. Ah. Kein Sandbox-Server gefunden. Da sind die Pünktchen schon alle, wa? Ach bitte. Wir laden direkt bei Microsoft hoch. Bei Microsoft, die hosten das besser, da funktioniert es direkt. So Entwicklersystem, den darf man eh nie trauen, weil da kann ich auch an alle Settings noch selbst rumspielen. Aber bei Microsoft wird es funktionieren. Also hier sind wir wirklich auf einer DataOneSharePoint.com. Also hier sind wir wirklich bei Microsoft in der Cloud. Man sieht auch hier unten Share Site. Probieren wir mal da, ob den ihr User-Code-Service besser läuft. Ach ne. Überall da. Ich hätte einfach nicht eben Google dürfen aufmachen. Seitdem macht mein Konto da Schwierigkeiten.
gerne. Das lässt mich ständig sperren da hinten. Zu viel über die Sandbox gemeckert. Du weißt schon, das ist eine Vertrauenspunkteabrechnung. Auf der SVP-Seite eigentlich. Du solltest dir erst Gedanken machen, wenn Kreditkartensymbole auftauchen, das nächste Mal, wenn du dich anmeldest. So, hier sehen wir, wer dann die Administration. Und hier kann ich eigene Lösungen hochladen, wie auch vorhin schon angesprochen. Da gibt es auch eine browseoffice.com, da kann man sich die ganze Lösung von Microsoft runterladen. Ja, da bauen wir auf dem Weg die Sandbox Solutions hinzufügen, weil es gibt nämlich da im Online-Bereich weniger, besser ist es mehr. Ja, also man sieht ganz klar, der Gedanke, das ist jetzt aktuell logischerweise nicht befüllt, wann das genau kommt, weiß man halt auch noch nicht genau. Aber der Gedanke ist natürlich, dass da so ein App Store in der Art was gibt, um dann halt Lösungen runterzuladen oder Community-Lösungen. Im Visual Studio ist jetzt schon sowas drin, bei dem man praktisch die ganzen Plugins etc. so runterladen kann. Also man sieht schon, was Microsoft da plant für die Zukunft. Ich denke, dass das auch definitiv Zuspruch finden wird. Aber wie gesagt, erstmal muss jetzt Office 365 live gehen. Haben wir das? Und hier haben wir diese WSP-File, diese Solution-File, der alles schön drin gepackt ist. Das laden wir jetzt hier hoch. Und ich kann die Lösung direkt hier aktivieren. Und wir sehen hier unten ist eine Lösung, die hat auch schon mal 0,78 Resource Points verbraucht. Und insgesamt für meinen einen User habe ich da keine Probleme. Wenn jetzt, wie gesagt, 1000 User drauf zugreifen, sieht das Ganze halt wieder anders aus. Probieren wir, ob das hier besser funktioniert. Aber es ist halt wirklich einfach. Und es kann halt wirklich der Owner der Seite kann das schön hochladen. Und hier funktioniert es dann auch. Also wie gesagt, war ein lokales Problem, dass mein Debugger da irgendwas gesperrt hat. Funktioniert dann auch einwandfrei. Wie gesagt, diese Lösungen lassen sich halt von Microsoft halt auch super skalieren, weil sie belasten auch überhaupt nicht den Web-Frontend-Server, weil die das in der Farm entsprechend auslagern können. Ist halt wirklich für Hochverfügbarkeit gemacht, die ganze Geschichte. Wie gesagt, hat halt diese bestimmten Einschränkungen von dem, was ich machen kann. Ist besonders gut geeignet für die UI zu verbessern, für bestimmte Prozesse oder Teams. Wer da auch relativ viel gemacht hat, ist eine Firma, die da relativ gut dabei war, schon mit 2007. Das ist interessant, um sich mal anzuschauen, war MindBusiness. Die hatten schon selbst mit Bepos, in Kombination mit Silverlight etc. die Dinger umgebrandet mit SharePoint Designer und es hat wirklich nachher optisch halt viel besser ausgesehen, je nachdem, wenn man eine Vereinslösung macht oder eine Pfarrei. Ich finde das hier super intuitiv alles aufgebaut, ich finde das super, aber jetzt irgendjemand in einer Pfarrei oder im Verein, der hätte vielleicht eher das alles speziell zugeschnitten für seine Prozesse und das lässt sich eigentlich dann mit einer Sandbox halt eigentlich ganz gut dann bauen an der Stelle. Und das hat, wie gesagt, MindBusiness echt schon gezeigt, dass es im Endeffekt schon selbst mit SharePoint 2007 online möglich war, die Seiten entsprechend umzubauen. Und jetzt sind die Möglichkeiten noch um einiges gestiegen, also man muss da halt ein bisschen an der Stelle ein bisschen kreativ sein. Man ist halt jetzt als Entwickler schon ein bisschen verwöhnt von den Farmlösungen, die man seit Jahren gemacht hat. Okay. Was auch geht, das wird jetzt von der Zeit einfach ein bisschen viel, sind wirklich Custom Designer Actions. Ich hatte jetzt eine Action gemacht, die im SharePoint Designer dann eine Website erstellen kann, weil ich weiß nicht, warum Microsoft es nicht mit drin hat. Mein typisches Szenario wäre zum Beispiel, ich beantrage mir eine Webseite oder ich will eine Webseite erst nach dem Antrag haben. Jemand stellt da irgendwo eine Liste rein, ich brauche eine Webseite, weil so und so und möchte die und die User gerne berechtigen und dann nach dem Workflow sagt man dann, okay, das passt und dann wird die Webseite angelegt.
So eine Aktion ist in SharePoint Designer zum Beispiel nicht drin. Aber das kann ich auch wunderbar mit einer Sandbox-Solution machen. Ich aktiviere einfach die Lösung auf der entsprechenden Seite und habe dann im SharePoint Designer einfach diese Aktion mehr, kann die genau benutzen wie alle anderen. Also das ist schön, dass man Workflow-Aktionen halt auch hinzufügen kann. Schade ist wiederum, ich kann halt nicht auf irgendein Fremdsystem drauf zugreifen. Ich könnte dann damit nicht irgendwie in einem Azure-System oder irgendwas etwas antriggern. Da wird sich zeigen, was Microsoft an der Stelle halt macht. Weil selbst wenn BCS jetzt schon mit drin wäre, dürfte ich aus dieser Code-Access-Security dürfte ich gar nicht auf BCS zugreifen. Aber Microsoft hat da alle Fäden in der Hand, könnte das jederzeit erlauben. Wird sich einfach zeigen, wird vielleicht auch wichtig sein, wie das Feedback ist, was wir da von der Community, von Kunden etc. zurückbekommen. Also sind alle Wegen offen. Das heißt, du hast diese SharePoint Designer App schon gebaut? Ja, ich kann die auch, ne, die Solution Gallery gibt es ja so noch nicht, da kann ich noch nichts hochladen, also wäre mir nicht bekannt. Wenn du diese Action jetzt gebaut hast? Achso, die kann ich jetzt hochladen, ja, die habe ich auch. Ja. Willst du haben, Michael? Ja, für SharePoint Designer ganz sehr gut gebraucht. Also wer es haben. Was ist die Klinge? Lädst du auf Office 365 die Galerie da hoch und dann steht sie sofort übergreifend für die gesamte Zeit zur Verfügung? Ja, ich kann es auch gerade hochladen, ich habe sie da. Es dauert ja nicht lange. Das hast du schon mal gehört. Ja, das war ja mein lokales System. Das saß von Microsoft. Das, die verbraucht auch wieder Punkte. Die verbraucht Punkte, ja. Und wie ich kenne, die SharePoint Designer Action, die besonders Punkte. Meinst du, vielleicht gibt es ja einen Highscore irgendwann im Internetwert. Irgendwo hat war das. Ich glaube, da ist sie drin. Ich hoffe, da ist sie drin. Genau. So, da haben wir die Lösung drin. Mist, jetzt müssen wir noch seine... Müsste ich die Credentials noch im Kopf wissen. Das war schon auf. Und wenn ich das sozusagen lokal erstmal vorentwickeln will und austesten will, dann muss ich halt die Action auch lokal bei meinem Testsystem installiert haben, um das alles ausprobieren zu können. Dann kann ich eine fertige Lösung machen und hochladen. Genau. Also im Endeffekt entwickelst du lokal mit deiner Maschine. Geht auch super zum Beispiel mit einem Contoso-Image. Und dann kannst du direkt loslegen, testen, hochladen. Und wie gesagt, auf jeden Fall immer mit anderen User testen. Ist eigentlich jetzt egal, dass wir haben nicht. Und hier sehen wir, ich habe eine neue Gruppe angelegt, Wolke 7, Create Site. Und hier kommt typisch der Wizard. Und das ist wirklich eine nette Erweiterungsmöglichkeit, die man halt gut gebrauchen kann. Ich sage einfach als Titel, als URL, nimm den Titel. Als Titel nehmen wir irgendwas, Test 1. Also es dauert wirklich sowas zu entwickeln, das dauert wirklich eine Viertelstunde und man kann eigentlich nichts kaputt machen. Was machen wir? Block. Das muss man halt wissen, welche Templates das sind. Und lassen uns einfach die URL mal in den History-Log schreiben. Also das hat mich wirklich sehr gefreut, dass man halt solche Sandbox-Workflow-Actions bauen kann. Könntest du den jetzt über den Workflow Impersonation Step laufen lassen? Also das müsste eigentlich funktionieren. Weil der nimmt praktisch immer den User des Impersonation Steps. Ich muss auch sagen, ich wollte es auch schon ausprobieren. Ich gehe davon aus, dass es so ist, aber ich habe es halt selbst noch nicht ausprobiert. Im Endeffekt war es das an der Stelle. Das ist meine Lokale.
Und ich habe es auf die Announcement-Liste jetzt einfach schnell drauf gemacht. Oh, da habe ich ein paar Tests schon gemacht. Jetzt sind alle Ressourcepointe verbraten. Genau, deshalb dauert es jetzt ein bisschen länger. Und hier sehen wir den Log. Und wir sehen, hier habe ich die URL. Obwohl ich sehe, ich habe das Beispiel war jetzt nicht gut gewählt, weil als URL-Name Hello Test Ausrufezeichen war jetzt nicht unbedingt ideal. Gespannt, wie die URL dann hier unten aussieht. Test 1. Hier sehen wir dann, es wurde eine neue Seite angelegt, die heißt Test 1, Ausrufezeichen. Und es ist vom Template-Block. Also sowas zu entwickeln, dauert eine Viertelstunde und es kann halt einfach nützlich sein. Ich glaube, das ist so die erste Action, die ich einfach mal so hochlade, weil es halt nicht viel Arbeit ist an der Stelle. Die ist genial, weil das hat man immer wieder, dass du so eine einfache Side-Provisioning machen willst. Du willst bei Titel zwei, drei Sachen vorgeben und wenn du da jetzt mal ein fertiges Side-Template aufrufst und dann ich meine, es wird wahrscheinlich auch kein Problem sein, eine Bibliothek zu generieren. Na ja, klar, Bibliothek und so. Solche Sachen funktionieren halt wirklich super damit. Und was halt auch interessant ist, ist was da fehlt noch vom Set her, sind halt so ein paar Aktionen für auch Leute in Gruppen reinzustecken oder aus Gruppen wieder rauszuholen. Weil die Kombination wäre ja, ich will eine Seite beantragen für die Benutzer, für ein Team oder irgendwas, würde noch auswählen, vielleicht welche User. Und würde dann natürlich direkt noch die Berechtigungen entsprechend auf die Unterteamseite setzen. Also solches Paket kann man eigentlich relativ einfach basteln, hat halt schon einen Mehrwert. Ich bin froh, dass Microsoft solche Sachen nicht reinmacht. Das machen sie bestimmt extra für mich, damit ich die dann bei CodePlex hochladen kann. Das ist nett. Und okay. So. Also im Endeffekt ist das mit einer Sandbox, haben wir gesehen, was man grob damit machen kann. Wer jetzt, also da hat aber netterweise noch die Möglichkeit, mit diesem Client Object Model was zu machen. Und zwar ist der Trick dann, da kommt man auch wieder an den Ressourcenlimits vorbei, weil der Trick ist, ich emitiere praktisch JavaScript oder Silverlight in meinem Webpart und dann bin ich auch aus diesem Sandbox-Prozess draußen, weil dann ist es Client-Sache. Die Sandbox hat ihr Job getan, Aufgabe der Sandbox ist es, den Server zu schützen. Wenn ich HTML rausgebe, ist es nicht mehr Aufgabe des Servers, das ist Job des Browsers, das dann zu schützen. Und deshalb kann ich praktisch JavaScript oder Silverlight in WebPart zur Verfügung stellen und die laufen dann außerhalb der Sandbox in meinem Client. Und wird dann vom Ressource-Management dann auch wieder anders gehandelt. SharePoint hat so ein HTTP-Throttling, bei dem man das einschränken kann. Aber nichtsdestotrotz bin ich dann praktisch aus der Sandbox draußen. Allerdings hat auch das Client-Object-Model ein paar Einschränkungen. Die Idee des Client-Object-Model war es halt, jeder, der mal mit SharePoint-Web-Service gearbeitet hat, die sind sehr generisch und die verlangen oft generische XML-Strukturen. Da muss man sich immer irgendwelche Wrapper dafür schreiben. Und das für verschiedene Aktionen in Kombination. Es war ein bisschen mühsam, es war okay, aber es war ein bisschen mühsam. Und Microsoft hat so ein Mini-Objektmodell nachgebaut, das dann praktisch remote läuft, also nicht mal auf dem Server laufen muss und so ein bisschen angelehnt an das serverseitige Objektmodell. Und da hat man es gleich noch in mehreren Geschmacksrichtungen gemacht. Und zwar gibt es dieses Client-Object-Modell, gibt es für die ganz normale .NET-Runtime, das heißt, ich mache eine WPF-Anwendung, eine Windows-Forms-Anwendung etc., kann dieses Client-Object-Modell referenzieren und kann ähnlich wie in der Server-API direkt mit SharePoint-Objekten reden.
Ich habe dasselbe für Silverlight, weil Silverlight ist wieder eine extra Runtime für das Plugin. Das heißt, ich kann dieses Client Object Model direkt auf Silverlight benutzen, was halt auch wieder super ist, was die Silverlight-Entwicklung halt extrem antreibt. Und es gibt das noch für JavaScript, bei dem ich wirklich direkt mit JavaScript mit diesem SharePoint-Objektmodell reden kann. Wie ist das realisiert? Also man sieht hier auch wieder die unterschiedlichen Clients. Und klassisch über die Webservice, das ging auch bei 2007 schon, die Client-Applikation redet mit den Webservices, die Webservices wiederum gehen über die Business-Logik, über die SharePoint-API. Dann geht es wieder an die SharePoint-Daten, das kann man dann ja auch wieder abstrahieren, wie man gesehen hat, dass es auf ein anderes Storage geht etc., da brauche ich mich nicht drum zu kümmern. Hier hat man dann praktisch parallel noch diese Client-Schnittstelle hingemacht und im Endeffekt wandelt der das, was ich unten baue, in XML-Requests um. Das ist für mich überhaupt nicht interessant, der macht das alles alleine. Schickt es zum Server und die Ergebnismengen bringt er dann in JSON noch ein bisschen im kompakteren Format zurück. Wandelt es wieder in die Objekte um und für mich als Entwickler braucht das überhaupt nicht zu scheren. Ich arbeite einfach mit meinen Objekten. Man hat sich von der Namensgebung probiert, ein bisschen an das Server-Objektmodell anzulehnen. Im Server heißt alles schön immer mit SP. SP fängt alles mit SP an. Bei dem Client-Object-Modell hat man da einfach das SP weggelassen, sonst ist es vom Naming eigentlich gleich. Das .NET Managed ist auch, also ist fast ganz gleich zu diesem Silverlight, auch von den ganzen Objekt-Namings. Der Unterschied ist, bei Silverlight kann ich die Operation immer nur asynchron machen. Ich kann halt sagen, startet die Operation und muss dann asynchron warten, dass das Ergebnis kommt. Weil hier geht das synchron. Und das JavaScript-Objektmodell ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man hat nämlich da probiert, sich eher an den JavaScript-Namenskonventionen anzulegen. Und da gibt es halt statt Properties gibt es immer Get und Set. Es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Also das JavaScript-Naming ist anders, weil man hat sich probiert, sich eher an die JavaScript-Namenskonventionen anzulegen. Was hat man alles zur Verfügung dann in Silverlight, JavaScript und für seine Anwendungen? Es fängt wieder an bei der Site, bei einer Site-Collection. Dann kommt das Web, ich habe die Content-Types, die Listen, kann auch die Formulare modifizieren, kann Views ändern, ich kann Felder anlegen, löschen, List-Items erstellen, alles Mögliche, Ordner, File-Upload, super einfach, kann sogar Webparts hinzufügen und oder löschen etc. Alles über dieses Client-Object-Model. Man kann die Navigation anpassen, man kann sogar Custom-Actions in die Site-Settings reinbauen mit JavaScript. Man kann Rollendefinitionen anlegen, die Rollen zuweisen zu den Gruppen. Man kann Workflow-Zuweisungen machen. Was erstaunlicherweise nicht drin ist, ist ein Workflow starten, glaube ich. Das war nicht drin, das muss man dann irgendwie noch über einen Webservice machen. Aber nichtsdestotrotz steht uns hier praktisch aus JavaScript oder Silverlight ein recht großes Subventorium bereit, was wir da machen können. Was auch wichtig ist, auch ein bisschen gewöhnungsbedürftiger, hat aber auch Sinn, was die Performance extrem vorantreibt, ist, man macht sich so einen Client-Kontext auf, gibt dann praktisch die Seite rein, mit der man arbeiten will, oder man nimmt sie halt aus dem Kontext. Wenn ich in JavaScript unterwegs bin oder Silverlight, dann kann er es halt auf dem Kontext ableiten. Was dann wichtig ist, ich arbeite mit den Objekten, muss aber immer noch explizit sagen, welche geladen werden sollen. Nur von denen, diese haben dann später Eigenschaften. Das heißt, man sieht es, glaube ich, auf einer anderen Folie ganz gut. Bevor ich die Eigenschaften der Liste zur Verfügung habe, muss ich die explizit noch laden. Das heißt, der sammelt erst so eine ganze Reihe von Kommandos. Vielleicht wäre die andere Folie zuerst besser gewesen. Man sammelt eine ganze Anzahl von Kommandos, wie lies mir den Titel aus, setz den Titel von der Webseite, frage ein paar List-Items ab. Das merkt sich alles dieser Client-Kontext und zum Schluss sage ich, führe es jetzt aus. Das hat den Vorteil, er macht nur einmal ein XML-Batch, lädt das einmal hoch, führt dann all diese Aktionen auf dem Server aus und gibt mir nur eine Ergebnismenge zurück. Das heißt, das Modell wurde halt wirklich optimiert für sehr hohe Performance, weil ich halt die Roundtrips extrem einschränke und da sehr performant damit programmieren kann. Wesentlich performanter, als ich das jetzt halt mit den Webservices an der Stelle machen könnte. Und hier sieht man, wird das dann alles zum Schluss
auf dem Server abgearbeitet. Ja, wie gesagt, haben wir ja auch wieder gesehen. Ja, was hat das für Einschränkungen? Die wichtigste ist wieder auch hier, kann ich im Objektmodell nicht impersonieren auf den Application Pool User. Wie soll das auch gehen, wenn ich auf dem Client unterwegs bin? Also kann nicht wieder mit den System-User-Rechten laufen. Was theoretisch natürlich geht, ist, dass ich einen anderen User angebe, also für einen Request, dass ich sage, gib andere Credentials mit. Das würde halt gehen, aber das in einem Silverlight Webpart oder so zu machen, dass jeder dann disassemblen kann und den User auslesen, wäre vielleicht nicht ideal. Auch diese Requests werden überwacht, aber jetzt nicht über das Sandbox-Konzept, sondern es gibt so ein eines HTTP-Throttling, das sich darum kümmert, dass der Server da nicht überlastet wird. Und wenn ich es in .NET benutze, das Objektmodell, kann ich die Aufrufe synchron machen und bei Silverlight und JavaScript muss ich sie halt asynchron behandeln. Wir sind schon in der Zeit ein bisschen weit. Ich lasse jetzt das Demo einfach weg. Es geht mir einfach nur darum, dass man ungefähr ein Gefühl hat, was man alles so um die Sandbox bauen kann. Ein Vorteil auch von diesem Client Object Model mit Java Syntax, um auf Daten zuzugreifen und arbeiten dann viel ganz einfach mit HTTP ohne diesen SOAP Overhead und schicken da einfach mit HTTP in Daten hoch, schicken einfach wieder was runter als Atom Pub, also als so ein Newsfeed. Und das nennt man allgemein in der ganzen Web 2.0 Welt oder nennt man das halt OData. Und tatsächlich hat Microsoft das in SharePoint direkt schon integriert, muss man sagen, das ist echt super, dass sie das gemacht haben. Es hat auch super einfach ist, von Fremdplattformen zu bedienen. Ich kann praktisch alle SharePoint-Daten oben mit einer URL ziehen und bekomme die als XML und ist praktisch egal, ob das vom SAP oder von ABAP oder irgendwas, alles, was irgendwie XML bearbeiten kann und schon nur ein HTTP-GET-Request machen kann, kann meine Daten relativ einfach verarbeiten. Und dafür muss ich überhaupt nichts machen an der Stelle. Hier sieht man schon, warum hat man es gemacht. Man sagt halt, natürlich ist dieses REST, bei dem ich halt alles oben über die URL mehr adressiere, ein natürliches Modell für Daten. SharePoint verwaltet viele Daten und Listen und passt deshalb sehr gut darauf. Und man macht so gleich ein Item oder eine Liste, ist halt eine Ressource. Was halt wichtig ist, diese Data-Services, die bauen halt auf diesem AtomPub-Standard, also für diese Atom-Feeds und werden mir als Atom-Feed zurückgegeben. Normal, wenn ich da drauf gehe, springt auch direkt der Atom-Feed-Reader an. Ist halt ein Standard und kann deshalb von jedem System eigentlich konsumiert werden. Weil dieses Client-Object-Model, haben wir gesehen, bietet mir auch nur die Möglichkeit von .NET-Client Silverlight. Gut, JavaScript funktioniert auch nur, wenn ich auf demselben Server bin. Es erlaubt nicht, dass ich praktisch von irgendeinem Fremdserver mit JavaScript darüber zugreife. Also dieses JavaScript, das wir gesehen haben, läuft nur im SharePoint-Kontext. Und diese Data-Service, die kann ich praktisch von überall ansprechen. Also von jedem Fremdsystem, Third-Party-System. Und das halt mit einer standardisierten Schnittstelle. Ja, was das Besondere dran? Wie gesagt, es ist just HTTP. Also man geht direkt wieder aufs Protokoll. Und man benutzt diese HTTP-Verbs, wie zum Beispiel get, wenn ich oben einfach was in die URL reingebe und einen return mache, also diesen get, oder ein put für ein HTTP-File-Upload etc., wird wirklich auf HTTP-Ebene gemacht. Ist wirklich sehr, sehr einfach. Es gibt auch so ein paar URL-Konventionen. Da kann ich sogar Abfragen einfach oben in der URL formulieren. Alles super einfach. Und es ist wirklich super, das praktisch zu konsumieren. Es ist wirklich extrem einfach, viel einfacher als ein Webservice. Und ich habe auch die Möglichkeit, entweder dieses JSON-Format zurückzugeben, was halt noch ein bisschen leichtgewichtiger ist, für zu transportieren, oder halt als diesen Atom-Feed als XML. Prinzip ist wieder eigentlich genau dasselbe, Client-Applikation. Hier kann ich aussuchen, Atom oder JSON. Und dann mache ich meinen HTTP-Request gegen diesen List-Data-Service, der geht auch wieder an die SharePoint-API. Das heißt, egal welches dieser Modelle ich benutze, die ganze Security oder dass jeder User nur das sieht, wo er Rechte hat, das wird alles über die API hier gehandelt und alle diese Schnittstellen gehen immer an die API. Das heißt, alles, was ich da an Event-Receiver und alle möglichen einbaue, greift natürlich von jedem von den Services. Also das ist sehr konsistent.
Und man sieht auch hier unten als Beispiele, da kann ich .NET, Java, Flash oder auch als Silverlight kann ich alles von allen Plattformen sehr, sehr einfach benutzen. Also wenn man eins Microsoft nicht nachsagen kann, dann ist es, dass es an Schnittstellen mangeln würde für das Produkt. Man hat schon praktisch so eine ganze Menge an Schnittstellen. Man muss sich schon überlegen, welche man benutzt. Also da, ich glaube, da sind manche Anbieter auf dem Level noch weit, nicht so weit, weil zeitlang hieß ja, Microsoft hätte mal alles, wäre so Blackboxen etc. Mittlerweile schon eine schwere Entscheidung, welche der 1000 Schnittstellen man überhaupt noch benutzt. Bitte? Das für was funktioniert? PCS, Business Connectivity Services. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube ja, aber ich bin mir jetzt nicht sicher. Ja, eine externe Liste ist doch eine Liste. Also wenn die da schon angekommen sind, dann kommen wir von außen. Ja, ich, deshalb. Also ich, nur ich, es wäre logisch, aber wenn ich es jetzt ausprobiert habe, will ich es halt nicht ja sagen. Weil es im SharePoint-Objektmodell kannst du es behandeln wie normale Listen, aber ich weiß halt nicht, ob die auch diese Schnittstelle mit reingemacht haben, weil das ist halt hinten dran, heißt die Basisgeschichte der WCF Data Services. Und wie die das genau gemacht haben, weiß ich nicht. Also ich will es nicht sagen, weil ich es nicht weiß einfach. Aber wäre auf jeden Fall interessant. Ja, und wie mache ich ein neues Item? Also ich kann nicht nur lesen mit GET, das ist einfach. Ein POST ist halt ein neues Item erstellen vom HTTP. PUT or MERGE ist halt ein Item updaten. Und der DELETE-Verb vom HTTP ist halt irgendwas löschen. Und wie es hier auch steht, diese ganzen Regelnwerk etc., alles, was ich definiert habe, greift halt, weil es immer alles über die SharePoint-API geht im Hintergrund. Hier sieht man, wie kann ich zum Beispiel so eine Abfrage im Browser ganz einfach bauen. Man hängt einfach an die Webseite, an den Namen, diesen slash underscore vti underscore bin, listdata svc. Und hier sieht man dann ein Beispiel, hiermit greife ich direkt auf eine Liste zu, die heißt dann Mitarbeiter. Will ich ein einzelnes, dann bekomme ich alle Mitarbeiter angezeigt, können es gleich schon mal ausprobieren. Jetzt mit dem Syntax hier hinten dran, mit den Klammern 123, selektiere ich mir einfach den 123. Mitarbeiter in der Liste. Ja, dann unten drunter kann ich auch mir nur eine einzelne Spalte zurückgeben lassen. Zum Beispiel werde ich jetzt vom 123. Mitarbeiter den Namen einfach nur selektieren. Ich kann mir auch direkt praktisch, wenn der jetzt ein Lookup auf ein Projekt irgendwas hat, kann ich mir direkt von der Mitarbeiter halt auch das Projekt ziehen. Ja, wie gesagt, hier hinten kann man sich auch einfach nur den Raw Value zurückgeben, also ohne den XML. Krempel. Und man hat auch hier noch andere verschiedene Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel sortieren. Hier hinten sieht man mit so einem speziellen Earl-Syntax Order By und Full Name. Man kann filtern, $filter ist gleich Job Title equals SDE. Man kann auch machen Starts With etc. Man kann ganz einfach ein Paging machen, wieder unten Top gleich 10 und Skip 30. Also bring mir die ersten 10 und lass die ersten 30 weg, also das wäre jetzt zwischen 30 und 40. Und man kann auch sagen, wenn die Mitarbeiter jetzt Projekte haben, dann soll er in diesem Atom-Feed direkt schon die Projektdaten auch direkt mit aufnehmen. Und man kann sich vorstellen, dass es relativ einfach ist, das von JavaScript oder von jQuery oder irgendwas zu befüttern, ist halt extrem einfach, weil es halt einfach über so einen einfachen Earl-Syntax funktioniert. Und es ist wirklich eine gelungene Sache. Und wir sehen, dass das im Office 365 auch eigentlich einmal frei funktionieren müsste oder funktionieren wird. Aber heute ist irgendwie da nicht so mein Glückstag. Ich habe sogar schon mal aufgehabt. Also hier Announcements. Und wir sehen hier, ich habe das jetzt schon umgestellt. Normalerweise erkennt er das als Atom-Feed und bringt mir diesen Newsreader vom Internet Explorer. Ich habe jetzt umgestellt, dass der Internet Explorer mir das als Atom-Feed anzeigt. Also es ist wirklich so ein Newsfeed. Und die haben halt wirklich hier unten, man sieht hier, das sind die Content-Types und alles so als Meta-Informationen drin. Man sieht hier, die als Properties ist da ein Title, Get Started with SharePoint Foundation,
im Body sieht man dann das HTML der Announcement und sieht hier die ganzen Meta-Informationen und lässt sich halt echt super verarbeiten. Und es gibt halt immer mehr Client-APIs, die halt mit diesen Atom-Feeds umgehen können, weil es macht halt genauso, macht es halt Twitter und Facebook und alles. Und da gibt es halt ein super API, um solche Atom-Feeds zu bedienen. Oder auch super einfach auf dem iPad sowas zu konsumieren. Was könnten wir noch hinten dran machen? Was ist das überhaupt sagen? Der Account ist wieder gesperrt. hier habe ich mal, ich glaube, hier habe ich sogar schon was eingegeben. Jetzt die Leiste nicht lang genug. Hier sieht man so einen Filter. Sieht man vielleicht schlecht. Und zwar alle, die mit dem G beginnen. Es soll mir nur die zurückgeben. Und es war nur eine, diese Get Started with the SharePoint Foundation. Man sieht, er bringt nur das zurück. Also es ist extrem einfach zu bedienen. Ich werde es jetzt nicht zeigen, wenn man das aus .NET raus benutzt, hat es den Vorteil, dass Microsoft das auch versteht. Microsoft hat diese Technik, das heißt WCF Data Service, früher ADO.NET Data Service, ins .NET Framework reingebracht. Auch wer auch genau diese Schnittstellen bedient, ist zum Beispiel Azure, bietet auch diese Atom-Schnittstellen, für auf die Daten zuzugreifen. Also ist mittlerweile ein Standard. Ja, genau. Und wenn ich das aus dem Visual Studio raus benutze, kann mir Visual Studio darauf direkt Proxys bauen. Und dann bekomme ich direkt das als volltypisierte Objekte. Und ich kann sogar Link-Queries drauf machen. Und diese Link-Queries übersetzen mir das alles oben wieder in den URL-Syntax. Mit dem Client-Object-Model kann ich nicht mit diesen volltypisierten Objekten arbeiten, sondern ich greife immer über die Indexer-Spaltennamen hinzu. Benutze ich das in .NET, bekomme ich halt direkt volltypisierte Objekte, kann Link-Abfragen machen und es wird dann automatisch wieder alles hinten dran in diese Abfrage übersetzt. Die Limitation ist halt, ich kann hier nur mit den Daten arbeiten, ich kann nur mit Listdaten arbeiten, ich kann jetzt nicht irgendeinen Website-Titel ändern oder irgendeinen Workflow starten. Und wenn ich nur mit Listdaten arbeite, ist das echt eine super Art, mit Daten zu arbeiten. Was setzt das aber voraus, wenn ich diesen Atom-Feed nehme und in meinen Reader reinpacke, ja, dass es entweder auf einer anonymen Zugriffsseite liegt oder ich mich authentifiziere? Ja, du musst dich authentifizieren, klar. Aber wenn es auf einer anonymen Seite geht, geht es ohne Authentifizierung? Wenn es... Kann die Seite für anonymen Zugriff freischalten? Ja, also ich habe es nicht ausprobiert. Es gab auch irgendwas, dass es mal Probleme gab überhaupt mit Link. Also man kann es nicht 100% sagen. Das könnte sein. Müsste man halt wirklich ausprobieren, ob sie das zulassen. Es würde natürlich logischerweise Sinn machen, aber ich will halt nichts sagen, was ich mit selbst mit eigenen Augen gesehen habe, dass es funktioniert hat. Office 365 meint ihr generell im SharePoint? Bitte? Ja, ich habe es nicht ausprobiert, ob die Dinger mit anonymem Zugriff funktionieren. Ich wüsste jetzt nicht, was dagegen spricht, aber... Das geht ab 2010. Ja, ja. Nee, alles 2010. Ja, schön, das Feature, ne? Es muss ja auch Gründe geben, warum man auf SharePoint 2010 wechselt. Ne? Da freut man sich dann auch wie auf Weihnachten oder sowas. Profilinformationen gibt es auf den Service? Nee. Nee. Nur wirklich die Listdaten. So, dann noch ein Thema ist vielleicht, wir haben jetzt gesehen, man kann eigentlich super viel machen innerhalb vom SharePoint. Jetzt noch kurz zum Schluss ist vielleicht spannend, wie kann ich das jetzt halt kombinieren mit anderen Lösungen, weil ich habe jetzt wirklich immer nur so ein bisschen innerhalb vom SharePoint, jetzt will ich aber irgendwie raus. Jetzt habe ich verschiedene andere Dienste, mit denen will ich reden. Was auf keinen Fall geht, ist, ihr seid auf dem Servercode, ihr seid da in der Sandbox, vom Server kommt ihr nicht raus. Es gibt kein BCS. Und wenn, dann dürft ihr das aus der Sandbox auch nicht benutzen. Das heißt, vom Server kommt ihr überhaupt nicht raus. Das heißt, bis jetzt ist die einzige Möglichkeit, wer halt noch andere Systeme integrieren will, der muss praktisch, was die meisten gemacht haben, und auch echt eine nette Option ist halt wirklich, man macht einen Silverlight Webpart und benutzt da drin das Client Object Model von SharePoint. Und das Ganze kann man halt als Sandbox Solution, das Webpart bereitstellen. Und innerhalb des Silverlight Webparts benutzt man das Client Object Model. Dann kann ich mit SharePoint reden und dann kann ich mit Azure reden. Das ist die Art, wie man im Moment rauskommt. Meine Frau will auch mal reden. Ein Beispiel: Proof of Concept und das Sandbox
sandboxwebservices.codeplex.com. Da machen die das über JSON direkt in Sandbox. Und da kann ich mal drauf gucken, ich habe Michael den Link gestellt. Das ist ein Beispiel, das ist ein Proof of Concept. Das ist ein Umweg. Ich glaube aber, der zeigt ganz deutlich, dass es auch noch andere Wege gibt. Ja gut, aber auch vom Server kommst du nicht raus. Das ist auf dem Serverseite. Ja, stimmt, ich kann es jetzt. Ah ja, er gibt das JavaScript im Server, rendert das in HTML und dann läuft JavaScript auf dem Client. Also wenn er das geschafft hat, dann wäre das Sandbox-Konzept von Microsoft gerade hinfällig. Also ich habe es hier auch aufgeschrieben, weil dann kommt nämlich die nächste Restriktion. Wenn ich das mit Silverlight mache, dann gibt es halt auch verschiedene Security-Sachen. Und zwar zum Beispiel heißt das so Cross-Domain-Access. Das verbieten die Browser. Man kann das mit Silverlight relativ einfach umgehen. Ich muss eine Client-Access-Policy, so ein XML, muss ich auf den Server legen, aber nicht auf den Host-Server, wo der SharePoint läuft, beziehungsweise wo das Silverlight liegt, sondern wo der Dienst liegt. Und deshalb geht's. Ich habe ein Beispiel auch. Ich habe dann praktisch in Azure die Client-Access-Policy, Silverlight prüft das und dann funktioniert's. Das heißt, ich kann dann mit Silverlight auf SharePoint zugreifen und auf Azure. Das ist kein Problem. Will ich dasselbe mit JavaScript machen, ist auch so eine Regel, die besagt auch, ich kann halt kein JavaScript von einer fremden oder kein Service Call, ja, einen HTTP Call von JavaScript auf eine fremde Domäne machen. Und ich weiß nicht, da gibt es so ein Protokoll, nenne ich es mal, JSONP heißt das, JSON Padding. Und ich weiß nicht, ob man das als Security-Trick oder was bezeichnen kann. Was aber funktioniert, ist, wenn ich dynamisch praktisch dieses ein JavaScript von einer fremden Seite oben bei mich in den Kopf einbinde, dann führt er das aus. Das heißt, mit dem JSONP binde ich praktisch bei mir oben ein Skript ein, das generiert mir der Service und der bindet mir ein Skript in meine Seite ein. Also ich mache nicht den Service-Call, sondern ich referenziere einfach ein Skript und das wird dynamisch in meinen Header reingemacht und das erlaubt er dann wieder. Also wie gesagt, das wird relativ viel gemacht und auch Twitter und alles bieten solche JSONP-Schnittstellen an. Aber das geht zum Beispiel, JSONP geht standardmäßig auch erst mit WCF mit 4.0. Andernfalls bei 3.5 hat man das selbst noch müssen, solche Bindings reinschreiben, gibt es aber auch zum Runterladen etc. Also wer JavaScript machen will und dann mit Azure reden will, der hat halt zur Auswahl JSONP oder halt Silverlight. Die meisten werden wahrscheinlich die Silverlight-Variante wählen, weil es halt ein bisschen komfortabler ist zu schreiben. Der Nachteil an Silverlight oder überhaupt, wenn ich Silverlight mit SharePoint benutze, solche Sachen wie People Picker und all solche Sachen, das gibt es ja im Silverlight überhaupt nicht. Diese ganze Funktionen muss ich natürlich in Silverlight wieder nachbauen. Außerdem verstoßen Silverlight Webparts auch so ein bisschen gegen die neue tolle Office Ribbon UI. Microsoft hat sich ja viel Mühe gegeben, überall diese Ribbon UI einzubauen. Jetzt baue ich meine Silverlight Plugins ein und die haben überall wieder ihre eigene UI. Verstößt eigentlich so ein bisschen gegen das UI-Konzept. Es gibt aber auch die Möglichkeit, mit JavaScript und Silverlight oben die Buttons reinmachen und das wieder in JavaScript reinzurouten. Also ist für Entwickler, braucht man gute Nerven. Muss man viel Ginseng-Tee trinken und sowas. Es ist viel Fudelei geworden bei der Entwicklung, was man nicht alles macht, damit die Endanwender halt optisch was Schönes an der Stelle haben. Was halt aber auch ein super wichtiges Thema für die ganze Geschichte ist, wurde auch schon mal angerissen. Ein ganz wichtiger Enabler, dass das mit der Cloud und allem überhaupt funktioniert, ist diese Claim-Based Security, was in SharePoint 2010 Einzug gefunden hat. Und das sind so Stichwörter wie Windows Identity Foundation, ADFS 2.0 und Azure App Fabrics Access Control Services. Und zwar, ich will ja nicht, dass in meinem Silverlight oder von allem Möglichen ich ständig die Credentials wieder eingeben muss für meinen Azure Service, für Azure Service 1, Azure Service 2, sondern ich will ja irgendwie, dass die Credentials überall durchgehen. Und das erreiche ich halt wirklich mit der Claim-Based Security. Und da gibt Microsoft sich richtig viel Mühe. Wir haben ja schon gesehen, mit Office 365 kann man direkt eine Federation machen mit ADFS 2.0 und mit Office 365. Und dadurch werden halt die Tokens da durchgereicht. Es gibt aber die Möglichkeiten, dass halt
mit Azure auch mit meinem ADFS 2.0 zu verheiraten. Ich kann auch Microsoft bietet mir mit der Azure App Fabric ACS sowas wie dieses ADFS 2.0 nur auch in der Cloud. Das kann ich natürlich auch wieder mit allem Möglichen federieren. Und dadurch kann ich halt durch verschiedene Azure-Lösungen oder durch meine On-Premise-Lösungen überhaupt Sachen durchrouten. Also die Azure-Plattform ist da halt auch sehr interessant, weil es gibt auch Möglichkeiten, wie ich praktisch über Azure wieder in meine On-Premise-Services reincallen kann, auch über solche ADFS 2.0-Geschichten. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie man das macht, aber ein ganz wichtiger Enabler dafür ist wirklich diese Claim-Based Security. Und ich glaube, der erste Schritt, wenn man irgendwie was Richtung Cloud machen will, sollte, dann ist wahrscheinlich der erste Schritt, ist wahrscheinlich, man muss sich mit ADFS 2.0 beschäftigen, weil das ist so die Eintrittstür, damit ich halt praktisch meine Credentials überall mit reingeben kann. Und ADFS oder dieses Protokoll, das unterstützt nicht nur, die unterstützen natürlich nicht nur jetzt zwischen Office 365 und Azure, sondern die haben auch solche Token-Transformer, das kann auch zwischen Kerberos wieder hin und her transformieren. Man kann das auch SAP nutzt ein paar Standards, man kann auch mit SAP-Systemen dann federieren etc. Und es ist echt eine spannende Sache und wirklich ein ganz wichtiger Enabler für die Cloud ist praktisch, dass ich über Systemgrenzen hinweg und sicher meine Tokens, meine User-Credentials mitgeben kann. Und wie gesagt, jeder, der halt irgendwie anfangen will, da was zu machen, sollte sich halt wirklich als erstes mal mit ADFS 2.0 beschäftigen. Ja, wie gesagt, BCF, haben wir schon gesehen, ist so für Wave 15 angedacht. Aber wie gesagt, ob das dann aus der Sandbox irgendwie aufbaubar wird, das steht jetzt noch nicht fest. Der letzte Punkt stimmt nicht ganz. Also BCS ist geplant für 2012 momentan. Aber das Fragezeichen ist falsch. Also wir hoffen 2012. Das ist aber nicht Wave 15. Wave 15 ist später. Wave 15 okay. Wenn wir von SharePoint 2010 auf SharePoint was auch immer gehen, aber das ist meines Erachtens nicht 2012. Okay. Punkte. Punkte. Dann ist es Wave 14, 20, 12. Aber da soll doch eh die Welt untergehen, oder? Wollte ich gerade sagen, sonst kann ich keine Gedanken mehr machen. Ja, auch hier, um es nur ganz kurz zeigen, das war auch schon fertig. Also es ist nicht schwer, hier sieht man, hier ist im Azure ist eine Hello Cloud-Lösung deployed. Die sollte im Moment auch laufen. Ist aber runtergefahren. Das war wahrscheinlich, ich habe wohl zu viele Minuspunkte gesammelt. Dann brauche ich es jetzt doch nicht zu zeigen. Also vorhin war es noch gestartet. Irgendwie, das scheint bei Microsoft dann gut zu funktionieren. Meine Azure-Instanzen sind runtergefahren. Ist bei Azure auch 99,9% verfügbar. Gibt es WP7 wahrscheinlich. Das ist echt interessant. Weil ich habe die nicht runtergefahren. Ich glaube, das Demo brauchen wir jetzt nicht zu zeigen, weil irgendwie brauchen die immer super lang, bis sie hochgefahren sind. Das ist wahrscheinlich, weil es nur eine... Kann man auch Minuspunkte kriegen? Ist nur ein MVP, ist nur ein MVP-Konto, die sind immer ein bisschen langsamer. Ja, wie gesagt, brauchen wir jetzt nicht hochzufahren. Ich hätte dann einfach gezeigt, mal mit Silverlight den Call macht. Was auch interessant ist, ist wieder umgekehrt. Zum Beispiel, es gibt keine Jobs in der Sandbox. Was man halt zum Beispiel machen kann, ist, man baut den Job in Azure als so eine Job-Role und greift dann aus Azure mit dem Client-OM auf SharePoint zu und lässt dann halt im Azure regelmäßig täglich den Job laufen, greift auf SharePoint zu und macht dann diese geschedulten Sachen. Oder man kann zum Beispiel aus dem Webpart dann halt auch wieder, wie gesagt, auf Azure zugreifen, macht da Kommunikation und geht dann aus dem Azure-Service wieder zurück in SharePoint. Also das sind so die Kombinationsmöglichkeiten. Aber damit das alles durchgängig funktioniert, ist halt ADFS wichtig mit der Security. Und so, jetzt im letzten, was Microsoft das selbst auf die Roadmap drauf geschrieben hat, ist, wie gesagt, Q1, das war jetzt noch der Stand von der TechEd, ist Office 365 und dann Go Ahead Plus, also irgendwann in naher Zukunft, kommt dann halt BCS und man probiert auch diese Calling External Service. Man hat das alles so ein bisschen unter BCS gemacht, irgendwelche Möglichkeiten sich zu überlegen, wie man halt besser
mit über BCS und verschiedene Fremdsysteme redet. Das heißt, im Moment hat Microsoft erstmal den Fokus gesetzt, die Plattform extrem stabil zu machen und dass es halt alles richtig läuft. Und dass es halt innerhalb abgeschottet in der Sandbox alles ordentlich läuft. Und sobald das dann released ist, ist halt der nächste Schritt halt einfach die Interoperabilität halt mit den anderen Cloud-Geschichten dazu verbessern. Was natürlich auch sinnvoll ist, weil man merkt auch in der Azure Cloud ist ein bisschen Bewegung drin, auch was diese App Fabric angeht, diese Token Services, da ist auch noch eine hohe Dynamik drin. Also macht das von der Agenda so halt auch super viel Sinn. Ja gut, das war's an der Stelle von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Eindruck geben von Sandbox Solution. Wie gesagt, es ist nicht so schlimm, nur Entwickler sind immer nörgelig und regen sich über alles auf, was man hinsetzt. Also da nicht erschrecken, das ist bei Entwicklern ganz normal. Aber dass Entwickler nicht gerne regen, ist eine Lüge. Ne? Gut, dann danke für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß im Sandkasten.